Hallo und herzlich willkommen bei einer Vorschau zu Armored Warfare, einem neuen Tactic-Shooter-MMO anzusiedeln im Bereich World of Tanks oder War Thunder Tanks. Wird das Ganze auch Free-to-Play, mit dem einen entscheidenden Unterschied: Es handelt sich hier um modernstes Kampfgerät. Ihr fahrt nicht wie immer im alten GV oder Tiger durch die Gegend. Nein, diesmal dürft ihr euch mit modernen Fahrzeugen in die Schlacht wagen. Es gibt 5 verschiedene Klassen: schwere Panzer, leichte Kampfpanzer, Aufklärer, Artillerie und natürlich Panzerzerstörer. Sehr schöne Grafik, wie ich finde, und ja, gibt mittlerweile schon über 500.000 Anmeldungen zur Beta. Ich darf euch von der Alpha berichten. Ich glaube, als einziger deutschsprachiger YouTuber, hip hip hurra, freut mich natürlich riesig. Und ja, ich glaube, die Bilder hier, die machen sowieso schon Lust auf mehr. Armored Warfare wird free to play. So, und jetzt schauen wir doch mal ins Gameplay rein. So, als allererstes zeige ich euch jetzt mal den Skorpion. Das ist ein Tier 2 Fahrzeug, ein leichter Kampfpanzer auf der Map Cold Strike. Im Vorwort muss noch gesagt werden, es handelt sich hier natürlich um Alpha-Material. Das repräsentiert noch nicht das fertige Spiel. Wird noch viel gemacht, werden noch viele Bugs beseitigt, werden noch viele Grafiken geändert. Ne? Das im Voraus, aber ich finde, die Alpha muss sich schon nicht verstecken. Ja? Schon sehr schöne Grafik, sehr viele Details, gefällt mir sehr gut. So, jetzt kommen wir mal zur Map. Unten rechts seht ihr die Map und dort seht ihr natürlich nur Leute aus eurem Team. Ihr seht aber schon verschiedene Zeichen, zum Beispiel die Raute mit dem Querstrich durch, das sind schwere Kampfpanzer, hingegen die anderen sind leichte Kampfpanzer und daran könnt ihr schon verschiedene Fahrzeuggattungen unterscheiden. So, jetzt geht's los. Hier mein Skorpion, der ist ein schneller, leichter Panzer, ja. Er kann zum Ausspähen benutzt werden, der kann aber auch schön mit der Wumme einen verpassen, ja. Aber ich fahre vor für das Team, ne? Ausspähen, wo sind die Gegner, damit die schweren Kampfpanzer die Ziele unter Beschuss nehmen können. Und ich pieke hier ein bisschen ab an den Maprand. Ich habe die Map schon ein paar Mal gespielt, ja. Und ich weiß ungefähr, wo man sich hinstellen kann, ohne direkt getroffen zu werden. Okay, jetzt seht ihr schon, wir haben verschiedene Fahrzeuge gesichtet. So, jetzt mal zur Optik. In der Mitte seht ihr den Kreis. Der Kreis schließt sich langsam, aber sicher, wenn er auf ein Fahrzeug zielt. Desto größer der Kreis, desto größer die Wahrscheinlichkeit, daneben zu schießen. Oh, jetzt gucken wir mal hier. Jetzt sehe ich ziemlich beschissen. Und jetzt sehen wir schon oben drüber ein Zeichen. Ich wurde gesichtet. Der Pfeil zeigt Beschuss aus der Richtung. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss mich da wegbewegen. Versucht ihn zu rammen, die Kette kaputt zu machen. Bewege mich jetzt schnell da weg. Ihr seht links den roten Balken. Das bedeutet nachladen. Jetzt färbt sich wieder grün. Jetzt kann ich wieder schießen. Sobald ich geschossen habe, seht ihr, steigt der rote Balken erneut an. Ich muss nicht aus dieser Sicht schießen. Ich kann natürlich auch reinscrollen, aber da ich die Übersicht behalten will, bleibe ich draußen. Meine Kette ist repariert, die war kaputt. Die Mannschaft hat die repariert. Ich musste dazu nichts zutun. Seht ihr, mit dem Mausrad könnt ihr reinscrollen. Gesteuert wird mit WASD, wie immer. Und ihr seht dieses Zeichen, das heißt, ich bin gesichtet worden. Der rote Pfeil heißt, ich wurde aus dieser Richtung getroffen. Gelbe Pfeile bedeuten, jemand visiert euch aus der Richtung an. Da seht ihr, ich werde angevisiert von jemandem. Da hinten ist er. Ich schieße mal einfach in die Richtung grob. Leider nicht getroffen. Ja, und ich entziehe mich hier dem Sichtfeld. Da unten kommt einer hoch. Ich sehe das. Fahr jetzt runter, wird auf den anderen Ziel, bumm, in die Seite vernichtet. Und zwar seht ihr noch ein ganz kleines Fadenkreuz in der Mitte. Ich weiß, ob ihr das erkennen könnt. Das hat, hier kriege ich aber schwer auf die Nase, verschiedene Verfärbungen.
Rot ist es, wenn ihr kaum Chance habt, die gegnerische Panzerung. Da kommt er mal kurz. Schnell weg hier, weg hier. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss jetzt Gas geben. Ich erkläre gleich nochmal. Schnell weg. Viel zu viele Fahrzeuge. Ich treffe natürlich den Baum. Grottig. Düse ein bisschen hin und her. Denk, wenn ich weiter geradeaus fahre, da wissen die eh, wo ich hinfahre. Also fahre ich in der großen Kurve. Mein Team kann die auch einen weiteren Beschuss nehmen. Viel Leben habe ich nicht mehr. Da sieht man unten links. Beschädigung der rechten Kette. Leben noch 100 und ein paar zerquetscht. Also unter einem Drittel, würde ich sagen. Oder knapp ein Drittel. Da hinten, die sind alle außer Sichtweite. Die sehe ich zwar auf dem Radar angezeigt, aber sind Häuser im Weg. Jetzt werde ich wieder gesichtet. Woher? Hier oben vom Damm. So, und ihr seht, das kleine Fahrzeug ist grün. Jetzt ist es rot. Grün heißt, ich kann die Panzerung durchschlagen. Rot heißt, wird er nicht durchschlagen. Gelb heißt, Chance ist 50-50. Ich habe den noch getroffen, der hat daneben geschossen. Fahre jetzt hier an den Rand. Ja, hat aber nicht gereicht. Wurde vernichtet. Ja, ist wirklich sehr flott. Jetzt zeigen wir euch mal einen T4 im Einsatz. Den Sheridan auf der Map Ghostfield. Und ja, auch hier, ich finde die Grafik ist sehr schön gemacht. Gefällt mir wirklich. Sieht ganz gut aus. Am Anfang läuft ein 30-Sekunden-Countdown, bis alle da sind. Ja, damit das Match dann auch gestartet wird, wenn alle geladen haben. So, hier haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Und da werde ich schon wieder gesichtet. Deswegen ziehe ich mich ein Stück zurück. Ich bleibe jetzt was im Hintergrund, weil der Sheridan ist schon ein schwerer Kampfpanzer. Ja, und da lassen wir die anderen aufklären. Und wie ihr seht, auf der Map macht das schon einer hervorragend. Hier habe ich auf den geschossen, habe den verfehlt. Und das ganz einfach, eure Mannschaft, ja, die lernt auch mit. Und die haben halt noch nicht so viel Skill, dass sie jeden Schuss treffen. So, ich bleibe im Zoom-Modus. Guck jetzt. Der hat geschossen, der fährt vor. Er kommt vor und achtet auf das Fadenkreuz. Unten, das ist grün. Getroffen. Die Kette ist kaputt. Ich werde gesichtet. Also er kann mich sehen. Aber er visiert mich nicht an. Oh, habt ihr gesehen? Vorne am Fels bin ich hängen geblieben. Bin leider nicht durchgekommen. Aber da Raketenbeschuss. Die haben ihn platt gemacht. Dem dicken T5. Gott sei Dank. Da war der dickste seiner Art im Gegnerteam. Den haben wir jetzt entfernt. So, und ja, ich stehe sehr weit hinten. Sehr passiv erstmal. Aber wir müssen erstmal sehen, wo die Feinde sind. Hier seht ihr, ich kann gesichtet werden. Ich wurde gesichtet. Hab dem einen gegeben, nicht viel Schaden. Aber ihr seht unten drunter in Gelb, die Mannschaft hat einen abgekriegt. Der hier kann ich gerade so erwischen, aber Rot. Könnt ihr jetzt schießen, jetzt zieht er sich zurück. Hat also keinen Zweck mehr. Da vorne ist auch hinterm Hügel. Ja, aus der Position hier wird das sehr wahrscheinlich nichts mehr. Deswegen rücken wir mal hier vor. Sofort nach vorne zu fahren ist natürlich auch zwecklos. Dann würdet ihr durch Löcher wie ein Schweizer Käse. Es knallt nur aus allen Rohren. Ne? Der schwere Kampfpanzer ist halt ein bisschen träger. Ja? Und ihr seht, oh, ich wurde gesichtet, wird schon anvisiert von rechts. Gesichtet von links, anvisiert von mehreren. Oh, jetzt geht der Beschuss auch los. Bam. Habt ihr das gesehen? Ein Schuss, weg war die Mühle. Von vorne Beschuss. Da, der kleine Sack hat sich hinter diesem Pfosten versteckt. Vom Hochspannungsmast. Ich warte ab. Gefährliche Position. Bekomme auch einen von der Seite. Aber er fährt tatsächlich zurück. Roms. Erledigt den Sack. Hier werde ich wieder gesichtet. Ich werde gesichtet. Mir ist nicht ganz klar, woher. Hier vorne die beiden können das nicht sein. Plüpp. Neues Ziel. Oh, hier der eigene Mann. Auch aufpassen, nicht die eigenen Leute rammen. Ihr bekommt Schaden am Fahrzeug. Kette kaputt ist natürlich der Super-GAU. Das kann euch dabei alles passieren. So. Rechts um die Ecke fährt ein Panzer, der ist schon ganz angeknackt. Prima. Der Kleine fährt vor. Zieht das Feuer auf sich tatsächlich. Der hat auch schon geschossen. Ich versiere ihn jetzt an. Bom. Und hab ihm den Rest gegeben. Wunderbar. Wenn das so geplant war, war es sehr gutes Teamplay. Ansonsten war es sehr guter Zufall, dass der Kleine vorgefahren ist. Ja, und ihr seht, in der gegnerischen Mannschaft ist nur noch ein Fahrzeug vorhanden.
Den zu suchen habe ich jetzt keine Lust. Jetzt fahre ich einfach unten zum roten Punkt. Das ist der gegnerische Capture Point. Wenn man da drin stehen bleibt, kann man den Punkt capturen. Aber als Einzelfahrzeug würde das 2 Minuten dauern. Ja, sehr lange. Und jetzt haben wir schon gewonnen. Wir haben den Kerl ausgeschaltet. Sehr gut. Ja, nach der Schlacht seht ihr, wie viele Forschungspunkte ihr erhaltet, für was, wie viel Geld ihr bekommt, wie viel Treffer ihr wo geleistet habt, wie viel Schaden, wie viel Assists und so weiter. Das Spiel versorgt euch mit Statistik von vorne bis hinten. So, kommen wir jetzt zum Thema Upgrades und Crew Skills. So, hier seht ihr mal den T4, den hatte ich hier gerade erst gekauft gehabt, deswegen steht da unten, ne, etwas in Rot, und zwar Service. So, und jetzt gucken wir mal nach. Als allererstes zeige ich euch mal die Details. Hier könnt ihr sehen, welche Feuerkraft du hast, Durchschlagskraft, Panzerung und Statistik, wie immer, ohne Ende. Damit werdet ihr richtig zugehauen. Ja? So, aber jetzt gucken wir mal beim Service. Warum können wir noch nicht fahren? Ganz einfach, weil wir keine Munition ausgesucht haben. Ja? So, und Munition. Was gibt's Munition? Munition gibt's. Die gute Hohlmunition, die Hochexplosivmunition, Brandgeschosse, Raketen, Rauchbomben. Also alles Mögliche, was das Herz begehrt. Ja? Je nachdem, nach Panzer habt ihr verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Ja? Natürlich kann Panzer mit Artilleriegeschossen ballern, ist klar. So, jetzt gucken wir mal Upgrades. Und hier seht ihr mal den Baum von dem Sheridan. Verschiedenste Munitionarten kann der freischalten. Einen stärkeren Motor kann er freischalten. Ein Rangefinder. Also alles Mögliche drin. Sogar Raketenbeschuss kann er freischalten. Ja, ihr könnt ihn wirklich mit Raketen ausrüsten. So, ja, das waren verschiedene Upgrades. Und jetzt zeige ich euch noch hier diese beiden Sachen. Könnt ihr anklicken, dann bekommt ihr automatisch Munition nachgefüllt, euer Fahrzeug wird repariert. Und hier gibt es noch Verbrauchsgüter, zum Beispiel ein Reparaturkit, ein normales und ein höheres. Das hier hat den Vorteil, es wirkt auch passiv. Ja, das eine aktiv könnt ihr einsetzen, ist der Panzer repariert, aber das andere unterstützt passiv eure Mannschaft, die immer repariert, mit 10%. Und deswegen kaufe ich mir die höherwertigen Sachen, das höherwertige Kit, Medikit, und den Feuerlöscher, weil die auch passiv auf die Mannschaft einwirken. Natürlich, wenn ihr das direkt benutzt, ist es verbraucht, ja. Deswegen müsst ihr euch im Klaren sein, was ihr wofür benutzen wollt. Ja, das hier ist aber alles gegen Ingame-Kohle zu kaufen. Dann gibt es noch den Commander, den kann man aufrüsten, und die Crew. Denn hierbei gibt es dann noch verschiedene Crew-Skills. So, und dann schauen wir mal. Hier bei dem Beispiel ist nach dem Kampf, und nach dem Kampf seht ihr hier unten so ein Plus. Wenn wir da draufklicken, sehen wir, unsere Crew hat ein Level gemacht. Das bedeutet, wir können dem hier ein Crew-Skill zuteilen. So, was sind das für Skills? Das sind 14 verschiedene Skills, die sich auf euer Fahrzeug auswirken. Darunter fällt schnellere Bewegung und so weiter. Das ist aber auch unterteilt, und zwar manche dieser Skills wirken nur, wenn ihr alliierte Fahrzeuge in der Nähe habt. Es gibt auch diese klassische Version, ja, die immer wirken, aber die sind halt sehr niedrig, ja, im Gegensatz zu den anderen. Aber natürlich macht es keinen Sinn, mit Artillerie Crew Skills zu holen, die nur unterstützt werden, wenn Alliierte in der Gegend sind, denn als Artillerie werdet ihr hinten sehr wahrscheinlich alleine stehen, ne? Deswegen müsst ihr immer darauf achten, was ihr wo benutzt. Ja, Leute, so viel zu meinem kurzen Überblick. Ich habe leider ein Zeitlimit von 15 Minuten, damit ich da drin bleibe. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Beim nächsten Mal gibt es mehr hiervon. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr mich unterstützen, gebt bitte ebenfalls einen Daumen nach oben. Oder abonniert am besten gleich meinen Kanal Mr. Helm. Jede Menge geiler Videos zur Auswahl, wie ihr seht. Wir sehen uns. Aber hier, tschüss.